Made with Unity. Dieses Spiel wird fast ausschließlich mit der Maus bedient und benötigt gelegentlich präzise Eingaben. Es wird empfohlen, kein Trackpad zu benutzen. Die Tastatur wird ab und an genutzt, es wird allerdings offensichtlich sein, wann diese benötigt wird. Klicke mit der linken Maustaste, um fortzufahren. Daniel Mullins Games. Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Herzlich willkommen zu Pony Island. Ja, wir spielen heute Pony Island. Jeder wird sich jetzt gleich fragen, what the fuck geht mit dir ab, Matze? Aber ja, mich hat das Spielchen angelacht. Wir werden gleich sehen, warum, hoffentlich. Und wir starten einfach mal rein in ein neues Spiel. System Tech Incorporated. Pony Island! Ja, wir sind jetzt wohl im Spiel im Spiel. So, hier haben wir noch Optionen und Hilfe, Credits. Credits sind ausgegraut, da kann man nicht mehr drauf zugreifen. Option, Anti-Aliasing kann man reinmachen. Fröhliche Fassade. Wir könnten die fröhliche Fassade ausmachen. Verbesserter RNG, gerne. Kostenloses Ticket, auch sehr gerne. Wir haben ein Ticket gekriegt. Okay, Pony Physik lassen wir mal an. Obskure Optionen. In-App-Käufe. In-App-Käufe brauchen wir nicht. Die können wir ausmachen. Das Stapeln reparieren, das hat für mich gut ausgesehen. Obskure Optionen, klar. So. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal das Spiel. Ich sagte, wir starten das Spiel. Ich sagte, wir starten das Spiel. Fehler. Okay, dann müssen wir das Startmenü doch reparieren, ne? Okay. Vielleicht ja jetzt. Was bist du denn? Okay. Okay, ich glaube, wir haben gerade das Startmenü repariert. Dann können wir jetzt endlich anfangen. Ein Ladebalken. Wunderschön. Hallo? Start hier, Switch. Nein, wir wollen hier nicht wieder zurück. Wir wollen hier durch. Wir wollen da immerhin das Spiel laden. Du musstest es einfach reparieren, nicht wahr? Es hätte funktioniert. Ich habe es 1000 Mal getestet. Es ist gleich Zeit zu spielen. Willkommen zu Pony Island. Was um alles in der... Okay. Okay. Intuitiv Linksklick gedrückt. Und je länger ich halte, desto höher springe ich wohl. Okay. Ja, Freunde, das ist Pony Island. Herzlich willkommen. Wir spielen ein Pony und springen über ein paar Hindernisse. What? Erfolg, Erfolg. Wir steigen gerade viele, viele Level auf. Wir sind schon Level 60. Wahnsinnig, unglaublich, heilige Wow, fortfahren. Was passiert, wenn wir jetzt warten? Wie hoch steigen wir zur Hölle? Können wir Level 100 erreichen? Ich meine...
Na? Na? Int Overflow Error. Super, geil, okay. Ja, ich glaube, dann fahren wir doch mal fort. Ja. Bis jetzt ist es ja nicht so schwierig. Level 100! Int Overflow Error. Erreichbares. 360 No Scope? What the fuck? Sehr schön. Lass das, Mann! Wow, heilige. Was? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Hier haben wir noch. Keine Ahnung. Erfolg wahrscheinlich? Erfolg? Okay. Ich bin. Erlebe den Rest von Poli ein und füge deine Seele ein, um fortzufahren. Ja, sicher! Weißt du, in einigen Spielhallen musst du Coins bezahlen, hier musst du mit deiner Seele bezahlen. Okay. Und hier unten ist so ein kleiner Button, um fortzufahren. Collect Sin. Broken Stop. Paywall. Check Soul. Validate Soul. Soul required. Stop here. Okay. Stop here. Also würde ich sagen, wir gehen dann... nicht fortfahren, Crash-Spiel. Wir gehen dann nicht mehr hier runter, sondern hier rüber. Dann sind wir hier. Aber wir gehen hier durch. Und dann kommen wir zu Crash-Spiel. Pony Island funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. PonyIsland.exe, okay. Dann das Spiel erfolgreich abschmieren lassen. Ist gerade geschlossen. Alter. Da ist Pony Island. Was haben wir denn hier noch so? Pony Galaxy. Missing No, sehr schön. Kann man das... Nein. Komplettlösung.txt. Nicht euer Scheiß Ernst. Erstens, klicke auf Hilfe und Optionen. Wähle reparierte Startmenü und der Zurück-Button wird herunterfallen. Ziehe den Button zurück auf seinen Platz. Viertens, klicke auf Zurück. Klicke auf Start das Spiel und ein Binärportal erscheint. Platziere den grünen Weiter-Block in den quadratischen Slot, um das Rätsel zu lösen. Wenn der Ladebalken kaputt geht, klicke auf das Binärportal. Ersetze den roten Neustart-Block mit dem grünen Weiter-Block. Beende das Pony-Level, klicke auf Fortfahren, nachdem du den Level-Up-Bildschirm erreicht hast. Finde das Binärpalle in der unteren rechten Ecke, ersetze den Weiter-Block durch den orangenen Rechtsblock, ersetze den Wiederhol-Block nun durch den freigewordenen Weiter-Block. Sobald das Spiel abstürzt, schließe die zwei Fenster mit Klick auf den X-Button. Klicke auf das Messenger-Icon. Okay, das ist der Hinweis. Hier geht's weiter. Sehr schön, vielen Dank, liebe Komplettlösung. Hier haben wir noch fehlerhafte Dateien. Eine T-Echse. Eine I-Echse, eine C, eine K, eine E und noch eine T-Echse. Das heißt buchstabiert Ticket. Sehr schön, wir haben noch ein Ticket gekriegt. Ich habe allerdings keine Ahnung, wofür die sind und überhaupt. Pony Galaxy. Okay, Pony Galaxy. Gucken wir mal. Steuerung. Cool. Bringt uns das irgendwas, dass wir jetzt hier... neben Pony Island jetzt auch noch Pony Galaxy spielen? Ich habe keine Ahnung. Wir können immer ein bisschen spielen, solange bis wir verrecken oder es wieder ganz komische Zwischenfälle gibt. Man weiß hier ja nie. Oh Gott. Das geht doch gar nicht! Okay, so schnell. Kann ich Space halten? Ja, ich kann Space halten. Das wird instant schwerer am Anfang. Ey, was soll... Ich muss gar nicht allem wegmachen. Ich muss nur nicht sterben.
Ja, okay, dann machen wir mal. Versuchen wir hier noch ein paar Punkte zu kriegen, ohne zu sterben. Was gar nicht so einfach ist tatsächlich, weil unsere Hitbox relativ groß ist. Guck mal, vielleicht können wir hier noch auch so ein kleinen Bonus kriegen. Ich weiß es ja nicht. Je besser wir in diesem Spielchen sind, desto. Vielleicht kriegen wir noch ein Ticket oder sowas. Bei 100 Punkten. Ich dachte, ich müsste für jedes Mal schießen, die Taste drücken. Sieh an! Ticket bei 50 Punkten. Haben wir doch jetzt gefunden. Jetzt will ich trotzdem nur ganz kurz versuchen, ob wir 100 Punkte auch erreichen können. Nicht, dass es bei 100 auch noch eins gibt. Aber es gibt ja 24 versteckte Tickets. Das habe ich in dem Optionsmenü gesehen. Da war links unten eine Anzeige 0 von 24 Tickets gefunden. Mittlerweile haben wir schon 3, wenn ich richtig bin. Das kostenlose Ticket aus dem Menü, Optionsmenü. Dann hier die Ticket buchstabiert. Deswegen bin ich auch drauf gekommen. Und ja, vielleicht kriegen wir hier noch eins. Das ist sauknapp. Ah, komm, ich will. Jetzt kommt doch auch mal auf meine Höhe, dass ich euch zerstören kann. Ach, komm. 10 noch. Okay, wohl nicht. Vielleicht gibt es noch eins bei 500 Punkte. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch nur ein Ticket und wir haben schon alles gekriegt hier. Okay. Das war Pony Galaxy. Wir gucken mal zum Messenger. Hopeless Soul. Ganze Zeit gelesen. Was war das? Hallo? Hallo? Kannst du das lesen? Bitte? Hallo? Hallo? Oh, was? Hallo? Meine Gebete wurden erhört. Hallo! Wer bist du? Hier. Hallo, Matsudami. Oh, schön. Er nimmt... Sehr schön. Hey, Matsudami. Ich bin ein Gefangener dieser Maschine. Ich möchte dich nicht in Panik versetzen, aber es ist möglich, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Ich habe einen Plan, aber nicht die Möglichkeit, ihn auszuführen. Du musst mir helfen. Willst du mir helfen? Ja, ich denke schon. Oh, wir haben noch eine neue Nachricht. Lucifer! Ich verstehe schon. Hallo nochmal. Hallo. Du musst dich jetzt echt gut fühlen. Du hast dich aus Pony Island gehackt. Das positive Feedback für das Abschließen von öden Hüpfeinlagen war wohl nicht belohnt genug. Es war schrecklich, dass du so schrecklich, dass du flüchten musstest. Du musstest es einfach. Wer schreibt dir? Lucifer. Was? Schreib unter keinen Umständen mit jemand anderem. Nun mal Plan. Es gibt 3 Kernprogrammdateien, von denen das Betriebssystem abhängt. Wenn du eine löscht, dann schwächt das seine Kraft. Wir müssen allerdings alle 3 löschen, um zu entkommen. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich. Oh, Moment. Gut. Mit wem sprichst du? Niemandem. Ich überlege nur etwas.
Du bist zu arrogant. Ich habe Änderungen am Pony vorgenommen. Wir werden sehen, was du nun davon hast. Genug davon. Was? Moment! Du gehörst nur mir. Schreib ja, Meister. Nein! Ich hab Nein getippt! Ich hab nicht Ja, Komma getippt! Willst du mich verarschen? Nein! Ausrufezeichen! Ich kann nicht anderes tippen! Ich kann nichts anderes! Das ist echt gemein. Kann ich sie jetzt schon absippen? Alter! Ich hab nicht mal zu Ende getippt! Die Sau! Nein! Nein! Nein!